Moin Leute, ein neues Projekt startet jetzt. Oder ist schon eigentlich im Gange. Wir haben ja schon angefangen damit. Und zwar geht's darum, dass ich zwar diese Büste hier besitze. Die ist von Sideshow. Der Battle Damaged Terminator. Ja. Problem an dem Ding ist halt, sieht geil aus, aber es fehlt die Hälfte, also mehr als die Hälfte. Es ist ja quasi hier das Ende. Ja, habe ich mich mal umgesehen. Merkt man echt. Haben wir natürlich auch, ne? Den Arm. Ja, gut. Nichts Tolles, ist eine DVD-Box gewesen. Sieht gut aus, aber im Endeffekt von der Qualität her, ja. Das kriegen wir auch besser hin. Hoffe ich mal. Ja, worum geht's eigentlich? Es geht um 3D-Druck. Ich habe mir einen Drucker besorgt. Und nach werde ich dann dem ihm hier zur entsprechenden Größe verhelfen. Das ist eigentlich mein Ziel für dieses Jahr. Das könnte man ja sagen, ist ja easy. Ein paar Daten in den Drucker eingegeben. Tschüss. Macht da alles selber. Ja, klar, macht er das alles selber. Dass man das hier noch ein bisschen schleifen muss, okay. Man muss auch die ganzen, ja, Supporting-Slacks und Stützen entfernen, und überhaupt ist das alles gar nicht so easy, wie es sich anhört. Hier ist mal schon das nächste Ding. Was könnte das sein? Nein, nicht die nächste Kirche oder irgendwas. Das ist von der Waffe. Der rechte Teil des Abzugs. Ja, rechts? Nee. Ja, doch, der rechte Teil war das. Ah, nee, Entschuldigung, der linke. Ah, habe ich vertan. Das ist der rechte. Naja, sehen ja fast gleich aus, ne? Und die werden dann später in irgendeiner Art und Weise hier zusammengesetzt. Irgendwie so ungefähr. So, mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Und dann soll das eigentlich auch zusammenpassen. Weil so ein Drucker hat einen Bauraum, ich sag mal DIN A4 Seite mal Höhe. Allein die Waffe hat schon 60 cm, und was 60, 65 cm. Ja, da gehört auch sowas dazu. Sowas hier. Die beiden zusammenpackt später. Ja, passt sogar halbwegs. Ne, wird schon zusammengeklebt. Erstmal Support befreien, dann schleifen, kleben, anmalen. Da gehört auch sowas dazu. Das war das Einfachste. Und selbst das muss man nachbearbeiten. Das gehört dazu. Das ist irgendwie das Gegenstück zu dem hier. Das alles so passt. Eieieiei. Ah, doch, könnte hinkommen. Ah. Na, da kommt dann der hier später rein. Das wird noch spannend werden. Und das letzte Stück, der hier. Das alles ist nur die Waffe. In Life Size. Also, ne? Weil das hier das Magazin ist, ne? Und ja.
Das ist von der Pumpgun unten drunter. Das ist das große. Ihr seht, ich habe noch viel Arbeit vor mir. Aber ich denke mal, wenn wir damit durch sind, kommt die leichtere Arbeit. Weil die ganzen zwei anderen Teile, die der dann irgendwo Intus um sich rum hat, knapp 200 Teile sind es. Ja, die müssen nicht mehr ganz so viel bearbeitet werden. Hoffe ich mal. Ja, von der Farbe her völlig egal. Ich habe hier Restfilament genommen. Drei Restrollen. Weil in diesem Fall muss sowieso lackiert werden komplett. Da war die Farbe erstmal egal. Ergebnisse zeige ich euch dann natürlich im nächsten Video. Ja, und ich hoffe, dass ich dann... Ja, ich hoffe schon im Sommer. Weil das Problem ist auch, die Drucke dauern unheimlich lange. Ne, da hast du... Na, der passt zum Beispiel schon mal. Na, kommt da einfach rein, wird verklebt, lackiert, tschüss. Dieser Druck von diesen bunten Teilen hier, alles was hier Silber, Weiß und ja, Purple, Rosa, wie auch immer, der hat mal eben über 100 Stunden gedauert, wo das Ding durchgelaufen ist. Ich meine, 105 Stunden oder irgendwas muss ich ja nachher noch einblenden. Und so würde ich das weiter durchziehen, weil vor allem die großen Teile, der Oberschenkel, der, das ist so ein Kavenzmann, ne? Davon zwei. Das Becken ist sehr groß und vor allen Dingen seine Brustfläche hier, dieser ganze Bereich, wo wir die Rippen haben, hat er ja nur so eine große Platte. Ach, sieht man jetzt nicht, das oben. Ah, ihr wisst, was ich meine. Das wird auch wieder so ein 5-6 Tage Druck werden, weil ich muss die ganzen Teile ja ein paar Mal durchsäbeln. Ich glaube, das Becken waren 4 Teile und das Brustschild waren um die 6 Teile, irgendwas, 6 oder 8 Teile waren das dann geworden. Damit wir nachher auf eine Life-Size-Größe kommen. Ja, ganz später noch eine Base. Ne? Die muss ich auch noch mal gucken, was ich da mache. Ich habe so ein paar Ideen im Hinterkopf, aber. Boah. Das ist das Projekt, an dem ich jetzt die nächsten mindestens Monate dabei bin. Wie gesagt, 200 Teile drucken alleine, das sind jetzt schon 6 Teile gewesen für in 100 Stunden, 105 Stunden irgendwas. Und ja. Ich habe schon eine große Düse drin. Trotzdem dauert es halt wirklich lange. Ist natürlich viel Support dran. Schmeißt man eben die Hälfte weg. Ja, aber so, anders geht's halt nicht. Das ist wirklich ein Nachteil. Der auch ein bisschen ins Geld geht. Aber gut. Mit ganz viel guten Willen kann man hier schon was erkennen. Das Griffstück. Die Hälfte davon. Boah. Da bin ich dann wirklich mal gespannt, ob man diesen ganzen Scheiß hier ohne so alles ohne Probleme und Sorgen abkriegt. Naja. Wenn es halt nicht geht, muss ich nochmal nachdrucken, ne? Dann druckt man halt 1, 2, 3 Teile nach, oder? Vielleicht auch mehr. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es sehen. Gut. Ich werde jetzt schon mal ein paar Teile hier auseinander friemeln, ein bisschen vom Support befreien. Dann zeige ich euch noch mal schnell, wie es was daraus geworden ist aus einigen Dingen, wo ich selber noch nicht ganz sicher bin. Ja, auf jeden Fall schleifen bei einigen Dingern hier, also anders geht's nicht. Der muss auf jeden Fall geschliffen werden. Ja, lass mal hier sowas. Vor allem hier.
unsauber. Gut, die Z-Achse, das kann man nicht vermeiden. Das ist bei diesen Schnelldrucken halt so. Wenn die nach unten kommt, sieht man es nicht mehr. Boah. Gut. Ich zeige euch dann, was fertig wurde und was nicht. Und dann sehen wir uns ja, vielleicht einmal die Woche wieder. So ein gutes Maß, ne? Einmal die Woche. Ich drucke ein bisschen durch. Ne? Immer wieder Teile in den Drucker hauen, drucken lassen, warten, was rauskommt. In der Hoffnung, es funktioniert. Und dann sehen wir uns einmal die Woche. Also, bis gleich. So, knapp eine halbe Stunde später. Ungefähr so sah das linke Teil auch aus. Sind wir soweit jetzt erstmal mit dem Support entfernen fertig. Die Feinarbeiten kommen dann noch mit Schleifen und so. Ist auch nur ein ganz bisschen geworden. Also. Ja, da schmeißt man schon pro Kilo locker mal 200 Gramm weg. Ja, so eine Rolle Filament, da ist ein Kilo drauf. Soll ein Kilo drauf sein. Richtig nachbiegen kann man es ja eh nie. Und ja, das ist hier locker 200 Gramm oder was, das ich hier locker wegschmeiße. Ne? Nur für dieses Teil. Aber die Größe lässt sich schon mal an. Ne? Abzug. Griffstück. Oh. Kommt hier vorne noch was dran? Habe ich das irgendwo hier? Ach ja. Vorbereitung ist alles. Das haben wir schon mal hier. Das hier ist das Magazin. Das sitzt dann später hier hinten dran. Sieht man das jetzt? Ja. Also ist schon ein bisschen größer. Und dann für vorne, da sind wir. Was ist das drüben hier? Das kommt dann so hier. Ich versuche das mal. So. Ungefähr soll er später mal halten. Ich weiß noch nicht wie. Nein, frag mich nicht. Wer einen Plan hat von der ganzen Materie, 3D-Druck und sowas. Ich denke mal, Support als Säule ist nicht immer so positiv. Ging teilweise echt beschissen ab. Bei den großen Teilen ja Baum nehmen. Oder was macht man da? Ja, muss ich ein bisschen rumtesten. Hab ja noch ein bisschen was vor mir, ne? Aber nicht mehr heute. Nee, das machen wir. Nee. Das machen wir morgen weiter. Ah, wo ist denn die große Säule eigentlich geblieben? Irgendwas wollte ich noch zeigen hier. Es war eins ging ja richtig genial mit den Säulen. Alter, hier ist auch schon mal hier ein bisschen. Ne? Und ich konnte das Ding hier komplett. Ne, das war ja hier drin. Komplett mit der Zange rausziehen. Mega genial. Also, doch nicht so schlecht gedruckt. Ja, ging auch fix. die STLs, also die Druckvorlagen für das ganze Modell, sind von Gambodi. Kostet ein bisschen Geld. Ja, kein Problem. Winterangebot, 18 Euro. Top. Mit Bauanleitung allen drum und dran. Das heißt, hier sind sämtliche Teile drinne.
habe ich mir einfach ausgedruckt. Das ist eigentlich nur bei PDF hier, aber das habe ich mir ausgedruckt. Wenn man zum Beispiel sieht, dass hier die ganzen kleinen Teile auch dabei sind, also Finger und so weiter. Also das ist wirklich ein durchdachtes Modell. Eigentlich fürs Format so ungefähr diese Größe. Also so, was ist das, 1 zu 4? Oh Gott. Ja. 1 zu 4 wäre ich jetzt schon fertig. Haha. So muss ich ja alle möglichen Sachen teilen und slicen und dann wieder auf ihre Größe bringen. Boah. Wieder 1 zu 4 Modell ist kein Thema. 1 zu 1 ist ein Problem. Weil ihr seht ja selber, was das für ein Aufwasch ist. Nur allein die scheiß Wache Knarre jetzt zu machen, die hier nochmal in einem Stück wäre, ne? Also. Ja, das macht dann. Ja, Spaß macht's schon irgendwie. Wenn es irgendwann mal fertig ist. Nur diese Support entfernen ist die letzte Scheiße. Weil das war cool. Hätte ich nicht gedacht, in einem Stück. Ansonsten, so ein Scheiß hier. Ganz wichtige Erfahrung gemacht. Schutzbrille und eventuell Handschuhe. Besser ist das. Das Zeug fliegt hier überall rum. Ich habe eben schon mal gesaugt. Übelst. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht nächste Woche. Irgendwas so in dem Dreh. Müssen wir mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja jeden Freitag ein Video zu machen oder irgendwas in der Art. Von dem Kram, was gedruckt ist oder was schon fertig ist oder. Naja. Meine Base habe ich immer noch nicht so, ne? Ich muss ja noch mal gucken, wie ich das alles mache. Ich werde wahrscheinlich erstmal alle Teile drucken nach und nach. Das wird sowieso Ewigkeiten dauern. Ich habe schon mal geguckt, also der Fuß dauert locker mal zwei Tage. Ein Fuß. Hätte zwei. Ist schon mal 4 Tage weg. Oberschenkel, Unterschenkel bist du irgendwo bei knapp einer Woche. Also nächste Woche sehen wir nicht ganz so viel. Dann die ganzen kleinen Teile. Oh, oh, oh. Man muss allerdings sagen, das Ding ist ja so aufgebaut. Immer mit so Pins dazwischen. Das ist voll beweglich dann später. Also ich kann den Kopf bewegen, ich kann den Oberkörper bewegen, die Arme, alles, ne? Ja, also. Hinstellen, wie ich Bock habe, wenn er hält. Das ist auch so ein Problem. Also die Knarre allein hat hier schon locker ein Kilo, ne? Vielleicht auch mehr. 9 Teile. 1,5 Rollen habe ich jetzt verballert. Ja, wird wohl ein Kilo werden. Und der Gute wird dann auch immer später 20, 25 Kilo wiegen, wenn es fertig ist. Ja, wie ich das noch. Ich denke mal, ich muss eine Base basteln, die irgendwo eine Stütze auch eingebaut hat. Anders wird es wohl leider nicht gehen. Also, müssen wir schon mal suchen, wie wir eine Base gestalten. Ein paar Ideen habe ich ja schon. Aber ich zeige euch einen anderen Mal, ne? Genau. Mein genug geworden, das Video. Würde mal sagen. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund. Immer dran denken. Er ist dabei. Er schaut mir genau auf den Finger. Ob ich seinen Kumpel hier auch richtig baue. Und der hat 120 Jahre Batterielaufzeit. Ja. Gut. Muss ich mich mal ein bisschen Mühe geben, ne? Okay. So, bleibt gesund und dann sehen wir uns nächste Woche. So, over and out. Tschüss.